Hallo zusammen, es ist Juli hier im Weinberg und es stehen jetzt noch zwei Arbeiten an, bevor wir quasi uns auf die Weinlese 2022 vorbereiten. Das ist einmal das Entblättern und einmal das Traubenteilen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Sobald die Arbeiten erledigt sind, heißt es einfach nur noch abwarten, bis die Trauben wirklich richtig viel Zucker angesammelt haben, bis sie richtig reif sind und einfach richtig viel Aroma entwickelt haben. Dann werden die Träubchen geerntet und wir können bei uns im Keller einfach einen richtig leckeren Wein daraus machen. Die Lage hier im Weinberg ist immer noch sehr angespannt aufgrund der extremen Hitze und der anhaltenden Trockenheit. Das ist einfach eine Herausforderung unserer Zeit. Wir hatten ja nicht nur jetzt 2022 ein wirklich trockenes Jahr, 2018, 2019, 2020 waren komplett trocken. Letztes Jahr hatten wir zum Glück viel Regen gehabt, aber nicht genug Regen einfach. Also das war nicht genug Niederschlag, um die ganzen Bodenreserven wieder aufzufüllen. Und langsam ja, merkt man einfach, wie der Natur und damit auch den Weinreben einfach die Luft ausgeht. Und ja, das ist eine neue Herausforderung. Da gibt es jetzt noch nicht so viele Lösungen. Wir versuchen das wie immer im Einklang mit der Natur zu lösen. Das heißt, dass wir einfach schauen, dass wir ein ganzheitliches System fahren, dass wir den Boden sehr gesund haben, gutes Bodenmanagement auch verfolgen. Aber ja, so langsam kommt das auch an seine Grenzen. Wir haben ja im Frühjahr auch Pflanzenkohle ausgebracht. Pflanzenkohle wirkt quasi wie ein Schwamm im Boden. Wenn es regnet, saugt die sich mit unglaublich viel Wasser voll. Und wenn es dann trocken ist, dann geben sie die Feuchtigkeit wieder an die Weinrebe ab. Das funktioniert aber nur dann, wenn wir auch wirklich viel Winterfeuchtigkeit haben, zum Winter viel Niederschlag gab. Das war leider letztes Jahr auch nicht der Fall. Das heißt, wir müssen einfach weiter nach nachhaltigen Lösungen suchen. Aber ich sag mal, das schafft man auch. Die Natur stellt uns ja immer wieder vor neue Herausforderungen. Und dann ist es einfach unser Job, auch Lösungen dafür zu finden. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Entblättern und das Traubenteilen funktioniert. Wir entfernen alle Blätter direkt an den Trauben, damit die Beeren nach dem Niederschlag, nach dem Regen einfach schnell abtrocknen, wo Detritus keine Chance hat und die Trauben wirklich schön lange am Stock hängen bleiben können und von der Sonne verwöhnt werden. Das Ganze machen wir von der Nordseite. Auf der Südseite bleiben alle Blätter stehen. Die wirken einfach wie ein Sonnenschirm und achten darauf, dass die Trauben nicht verbrennen und einfach nicht zu viel Sonne abbekommen. Der zweite Schritt ist dann das Traubenteilen. Da schneiden wir die Traube einmal in der Mitte durch, damit Zucker und Aromastoffe sich auf wenig Beeren konzentrieren, für super extraktreiche Trauben haben.